Herzliches Willkommen zurück in Life is Futile. Hier gerade bei unserer Mine, die mal wieder ein bisschen, ich sag mal, eingestürzt ist, weil es einfach, wie ich finde, ein bisschen kompliziert geworden ist mittlerweile. Dadurch, dass man die Balken bauen kann und man ständig die Wände verstärken muss. Und ich weiß nicht genau, wie lange so ein Balken hebt, beziehungsweise wie lange so eine Verstärkung der Wand hebt, zumal wir ja auch die Fähigkeit haben, wenn ich sie mal finde. Die war, glaube ich, hier. Genau, hergestellte Stützbalken sind langlebiger, wenn das Ganze auf 100 ist. Mittlerweile habe ich 100 erreicht, deswegen hoffe ich, dass diese Balken ein bisschen länger halten. Ich muss eben nur noch ganz kurz eine Wand wieder verstärken. Ich habe mich nämlich gerade selber eingebuddelt. Ah, natürlich kein Brett gegeben, ist klar. Hier haben wir auch noch was. So. Und es hat sich wieder einiges getan. Es ist schon ein bisschen länger her zwischen der Stream-Aufnahme und der jetzigen Aufnahme. Ist schon, ja, mehr als eine Woche, glaube ich, jetzt vergangen. Ich habe es leider einfach nicht geschafft, irgendwie in der Zeit mal wieder was aufzunehmen. So, das müssen wir noch eben verstärken. Und ich werde auch gleich nochmal kurz reingehen, dann seht ihr auch, was sich da so alles eingekracht ist. Und auch diesen Teil muss man lächerlicherweise verstärken, sonst war nämlich das Problem gerade eben, ich bin hier reingekommen, stand hier, habe mich umgedreht und hier war ein Stückchen Erde und man konnte nicht mehr rausspringen. Das war, naja, nicht ganz so toll. Und hier geht es nicht wirklich tief rein, vielleicht können wir hier Bug-Using betreiben, mal gucken. Ab und zu geht das, dass man noch die alten Stollen sieht irgendwo, aber ne. Kann auch sein, dass sie komplett jetzt eingestürzt sind. Also wir waren irgendwo da hinten. Deswegen, ja, meine Minenarbeiter, die waren ein bisschen, sagen wir mal, faul. Momentan ist auch gerade gar keiner da. Also da ist gerade keiner zur Verfügung. Deshalb ist es auch nicht allzu tragisch. Wir gehen jetzt einfach mal zurück und ich zeige euch mal grob, was sich denn so in dieser Zeit zwischen Livestream und jetzt so getan hat. Ihr seht ja hier schon, wir haben jetzt hier eine Straße von der Mine bis zu unserer Stadt, beziehungsweise, naja, Stadt kann man nicht sagen, kleines Dörfchen gebaut. Hier ist auch, ich glaube, eine Spielmechanik des Spiels ist auch, dass Bäume automatisch nachwachsen. Denn zum Beispiel diese Sträucher hier habe ich erst vor 2 Tagen hier gefällt und mittlerweile wachsen hier wieder welche nach. Auch diese Bäume hier, hier war mal alles kahl, jetzt ist wieder Zeug da. Ist sehr komisch. Die Mauer mittlerweile ist schon ein bisschen gewachsen, nach links und nach rechts. Ihr seht, der Turm ist fertig, der Turm ist fertig. Lampen haben wir hier auch. Das Steintorhaus ist nach wie vor eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Weil wir hier halt einfach, das hier ist nicht so das Problem, Lehm, Stein, Holzbretter, das ist alles Kinderspiel. Aber Tore ist halt so ein Problem, denn ein Tor braucht 2 Schlösser. Sprich, wir brauchen 4 Schlösser und 4 Schlösser sind wieder einen Haufen Flussmittel. Und das Problem kennt ihr ja selber. Oh, man könnte hier jetzt noch theoretisch hochlaufen. Auf die Mauer und wenn da irgendwelche Feinde sind und man hat Bögen oder so, dann könnte man hier von hier aus runterschießen. Später, wenn dann hier das Steintorhaus fertig ist, kann man natürlich auf die andere Seite auch noch laufen. Und ich habe geschaut, eigentlich, also es ist eigentlich alles so gut es geht symmetrisch. Sprich, der Abstand von dieser Treppe zur nächstgeplanten Treppe ist exakt gleich. Also der Abstand von hier nach da ist identisch von hier nach da. Hier haben wir auch nochmal eine Lampe. Hier habe ich uns der Kieferngarten, nenne ich es mal, habe ich jetzt doch so gemacht, wie ich es dann auch im Livestream gesagt habe, dass wir hier in der Mitte eine Straße haben. Links und rechts haben wir die Kiefern. Und wenn die dann soweit sind zum Fällen, die sind ja alle eine sehr gute Qualität. Was haben wir da? Ich glaube 94, 93. Ja, 94. Dann werden die alle am Stück gefällt. Und werden dann, so wie es hier jetzt ist, einfach hingestapelt. Ja, das passiert, wenn man auf Mauern springt. Man fliegt ein bisschen um und man braucht eine Weile zum Aufstehen. Ja, ist so schön hingestapelt und dann hat man quasi Weichholzbretter. Wenn man Weichholzbretter, Weichholzscheitel braucht, kann man die hier einfach direkt holen und die geben halt einiges an Material. Und ihr seht auch, die Schmiede hat sich ein bisschen verändert hier. Die Esse und Amboss, die haben wir jetzt einfach entfernt, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt hier unser Schmiedehäuschen, da können wir alles herstellen. Hier haben wir eine Kiste, die ist, eigentlich sollte nur mit Kohle gefüllt sein. Gut, hier ist so eine Spitzhacke drin, meine Güte. Und das Highlight, das uns wirklich
extrem viel Zeit gekostet hat, ist jetzt hier unser Lagerhaus aus Holz. Hat einmal die Funktion, dass man sagen kann, hier, man öffnet das Lagerhaus direkt. Hat einen kleinen Inventarbereich von 5000 Kapazität. Das ist schon mal nicht wenig. Und wir haben uns dann dafür entschieden, wir tun hier so grob, man sieht es ist nicht ganz gut sortiert, aber so grob die Sachen, die man halt zum Produzieren braucht, sprich Barren oder hier diese Platten, Reparaturzeugs, Nägel, Bretter, Glas. Gut, die Fallen hätten da jetzt eigentlich nicht rein sollen, genauso wenig das Fleisch, aber irgendwo muss es ja hin. Und der Vorteil dieses Lagerhauses ist nicht nur, dass es ein eigenes Inventar hat, sondern nein, wir können auch hier einfach reingehen und haben selber hier noch unsere Kisten von draußen hier reingepackt und dann ebenfalls versucht, so gut es geht, zu sortieren. Wenn man hier mal reinschaut, ist das alles nur Werkzeug. Teilweise kann man das Werkzeug eigentlich verbrennen, das brauchen wir nicht mehr. Das ist so unsere Rüstungskiste, denn um den Rüstungsständer zu bauen, braucht man Wolle und wir haben keine Schafe. Deswegen, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das hinkriegen. Hier ist so eher so Mischmaschzeug drin, also auch so Pflanzen, die ganzen Sprösslinge zum, zum Bepflanzen der Bäume. Und auch hier noch ein paar Sachen. Das sind halt unsere alten Kisten, die wir hier untergebracht haben. Damit einfach hier draußen das nicht mehr so chaotisch ist. So. Anstand. Wir machen die Tür wieder zu. Und ja, gut, das hier. Da gibt es noch nach wie vor das Problem. Mörtel, Flussmittel etc. Ich glaube, dazu muss ich langsam nichts mehr sagen. Weiter geht's, dass wir hier erweitert haben. Wir können jetzt hier runter. Hier werden auch schon fleißig Sachen gebaut. Unter anderem eine Laterne und das hier wird eine Apotheke und das wird die Schreinerei. Dann brauchen wir auch zum Beispiel den Schreinertisch, den wir da oben haben, brauchen wir nicht mehr. Das können wir dann alles in der Schreinerei direkt machen. Und haben wir hier noch einen kleinen Weg, der wird dann später, wird er hier weitergehen, hier in die Richtung. Hier kommt die Schule hin. Wie genau die Schule noch funktioniert, müssen wir mal schauen. Bin ich mir selber noch nicht sicher. Aber alles halt Türen, Mörtel, alles Flussmittel. Den Rest kann man ja noch herstellen. Dann bei Zeiten zwei Häuser, die kennen wir ja schon. Und kommen wir mal hier rüber, denn der gute Schnaps hat sein eigenes Reich ein bisschen erweitert. Wir haben das Feld jetzt hier abgerissen, ebenfalls hier mit Steinmauern drumherum. Und es ist ein bisschen laut, muss ich mich entschuldigen. Aber ich hatte ja das Problem im Stream, ich konnte euch das alles hier nicht zeigen, weil mir ja dieser Skillpunkt hier, diese Viehzucht, oder war es die Tierverarbeitung? Eins von beidem. Gab es ein bisschen Probleme, das hochzukriegen. Das Problem ist gelöst. Deswegen kann ich das euch auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben hier einmal die sogenannten Gerberwannen und diese Trockenrahmen. Wenn wir aus diesen Stellen, da haben wir Hasen drin, oder hatten, ist das ist der eher Begriff, hatten Hasen drin. Wenn wir die schlachten, kriegen wir folgendermaßen. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich hoffe, ich habe welche da. Aber ich glaube, da waren welche da. Jawohl. Bekommen wir diese Pelze. Diese Pelze hängen wir auf. Und nach ungefähr einer Stunde bekommen wir das hier raus. Aus dem guten Pelz. Und zwar ein dünnes, getrocknetes Fell. Ich bin mal so frei und nehme einfach mal alle runter. Ich kann dann theoretisch auch gleich... Na komm, die kann ich auch gleich mit rausnehmen. Dann kann ich die alten gleich wieder aufhängen. Beziehungsweise die neuen. Das geht relativ zügig, kostet auch nichts. Das Trocknen, wie gesagt, halt, es muss eine Stunde da hängen und dann passt das. Indem ihr da einfach Rechtsklick macht, Fell trocknen, und dann könnt ihr hier einfach das Fell auswählen. Dann dauert es ein bisschen und zack, hängt das nächste Fell dran. Ich setze das mal auf die rechte Maustaste. So, ich hoffe, das Geblubber ist nicht allzu laut. Aber ich weiß auch nicht, ist das eine von der Logik her, ist das wirklich so? Ich glaube nicht, dass das Zeug blubbert. Ich weiß nicht, was sich da die Entwickler eigentlich so wirklich gedacht haben. Keine Ahnung. Nein, nicht untersuchen, du sollst das Ding trocknen. So. So, und wenn ihr das getrocknet habt, kommt das, wie gesagt, in diese Wannen rein. Und wenn ihr das dann aus den Wannen holt, das dauert ungefähr auch eine Stunde. Könnt ihr hier auf Aufheben klicken. Mal gucken, das war... Ah, das ist die falsche. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Ihr hebt das auf. Und bekommt dann daraus das sogenannte dünne Leder. Nach einer Stunde... Also es dauert quasi zwei Stunden, um dünnes Leder zu bekommen. Ich mache mal eben alle Wannen leer.
Und diese Wand braucht ihr auch, wenn ihr das Flax heißt das Zeug, glaube ich. Warte, ich habe eins aufgehoben. Wo ist es denn? Mit dem ganzen Fell. Ja, genau. Wenn ihr Flachsstängel habt, die könnt ihr dann hier reinpacken und dann auch nach einer Stunde habt ihr dann quasi Flachsfasern. Und was ihr mit denen anstellen könnt, das werde ich euch auch gleich zeigen. Ich möchte nur eben das hier alles leer machen, ein bisschen Wasser holen und dann packe ich gleich mal unsere anderen, die 6 Felle, die wir haben, packen wir dann hier rein. Das kann ich euch mal zeigen. Das geht quasi auch rechtsklick, dann die sogenannte Gerberwanne benutzen. Dann könnt ihr hier auch wieder das Fell aussuchen und ihr braucht aber noch was. Und zwar Wasser. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 3 Wasser pro Fell. Wir haben jetzt logischerweise 6. Also 18 Wasser. Haben wir hier Gott sei Dank unseren Brunnen. Das geht eigentlich relativ zügig. Und wenn ihr dann das Wasser habt, könnt ihr das einfach mit der Kombination mit dem Leder einfach da reinpacken. Eine Stunde warten und dann habt ihr auch wieder weiteres Leder. Und theoretisch könnt ihr dann nach dieser Stunde das Leder aus der Wanne rausholen. Und das Leder, was gerade am Trocknen ist, könnt ihr dann einfach hier wieder reinpacken. Und dann habt ihr eigentlich so eine sehr, sehr gute Lederproduktion. Und wie gesagt, das ist jetzt sogenanntes dünnes Leder. Es gibt auch noch ein anderes Leder. Das bekommt ihr dann aber auch von größeren Tieren. Also da müsst ihr entweder jagen oder halt selber Tiere züchten. Da braucht ihr dann zum Beispiel einen Bullen und halt eine weibliche Kuh. 6, 12, 18 haben wir gesagt, genau. Und wenn ihr die beide in den Stall packt, dann vermehren die sich quasi und ihr könnt dann die auch schlachten und bekommt dann dementsprechend auch Zeugs. Beim Schlachten bekommt ihr natürlich dann auch, aber das habt ihr glaube ich schon gesehen, Knochen bekommt ihr ja auch und auch natürlich Fleisch. So, habt ihr das Wasser? Nach wie vor das gleiche Prinzip. Zack. Und das wunderschöne Geblubbere geht wieder los. So, noch 3 Stück. Dann seid ihr auch hiervon erlöst. Aber mir war das wichtig, dass ich euch das zeigen kann. Ich wollte es ja euch schon die ganze Zeit zeigen, aber es ging ja wegen diesem Skill nie. So, das packen wir mal eben zusammen. Hier, ich differenziere da nicht mehr wegen der Qualität. Das ist mir zu blöd mittlerweile geworden. So, das packen wir hier jetzt einfach in die Kiste rein, in unsere sogenannte Lederkiste. Ihr seht auch schon, wir haben einiges produziert und das wäre zum Beispiel das Leder von anderen Tieren, das dicke Leder. Für was ihr das genau braucht, kann ich jetzt nicht ganz sagen, weil ich mit der Lederproduktion an sich so gesehen nie selber was zu tun habe. Aber ich kann euch jetzt zeigen, was wir jetzt mit diesen Fasern machen können, also mit diesen hier. Leider ist das alles ein bisschen, ich sag mal, umständlich. Ihr geht dazu folgendermaßen vor. Ihr geht hier in das Spinnrad. Spinnrad verwenden. Und dann gibt es hier Stranglein. Ihr braucht 5 von diesen Flachsfasern. Dann könnt ihr eine so eine Leine machen. Das Schöne wäre, ich drücke hier drauf. Der Balken geht durch. Der Balken wäre fertig. Und es geht weiter. Das Problem ist, ihr seht, es passiert nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier mühsam dran stehen. Und mal eben alle 60 Flachsfasern zu diesem Strang Leinen verarbeiten. Und zum Beispiel haben wir ja auch hier einen Strang Seide oder einen Strang Wolle. Das Wolle, ich gehe davon aus, wir brauchen dazu Schafe, die haben wir leider gerade nicht, wie gesagt. Und die Seide bekommt ihr von den Raupen und die Raupen wiederum sind auf Bäumen. Das werde ich euch auch gleich zeigen, denn die Produktion von dieser Wolle, von dieser Seide ist noch ein bisschen kompliziert ist das falsche Wort, aber umständlicher. Noch umständlicher als das jetzt hier. Ich mache das eben noch fertig. Es geht da schnell noch 4-mal klicken, dann passt das. Ich habe auch hier alles ausgeschalten, denn wie ihr hier gesehen habt, ich bin hier Fertigkeitsgrenze. Wir haben es ein bisschen erhöht auf 1600, weil ja der Genshin ein bisschen rumgemeckert hat. Und selbst das hat nicht ausgereicht, weil halt, wenn teilweise die Leute nicht da sind, muss man halt mehrere Jobs übernehmen. Ihr seht, ich kann mittlerweile auch schmieden. Aber ich kann alles so ein bisschen, ne? Das ist dann ein bisschen blöd. So. Theoretisch könnten wir jetzt auch sagen, okay, wir haben jetzt 12 Wolle. Benutzt Webstuhl. Wir könnten jetzt hier Leinenstoff machen. Aber wie gesagt, ich habe damit eigentlich nicht so viel am Hut. Deswegen, ich packe das jetzt hier mit rein. Und wenn der Schnaps dann online kommt, der kann dann die andere Wolle zu des verarbeiten, was er halt braucht. Weil wenn er Seile machen will, braucht er, glaube ich, nur das. Und für den Leinenstoff, das ist, glaube ich, eher so für Schneidern gedacht. Und
Nach meines Wissens, ich glaube, es gibt ein paar Gebäude wie die Windmühle, die braucht, glaube ich, auch Leinenstoff. Also gerade von der Logik her gesehen, die Mühlenblätter von der Windmühle, die brauchen dann diesen Stoff. So, dann zeige ich euch das eben noch mit der Seite. Da gehen wir hier hoch. Ihr seht, der Garten ist wunderbar nicht besät. Das kann ich euch auch gleich noch zeigen. So, hier hat es diese sogenannten Maulbeerbäume. Da gehen wir dann einfach auch auf Landwirtschaft und dann die Seiten Raupenkokors sammeln. Gibt es dann mal mehr, mal weniger. Ich sammle da jetzt nicht alle ein, sonst würde das einfach zu lange dauern. Oh, das ist schon einiges. Okay. Zack. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens die gleiche Zahl. Und dazu müssen wir nämlich erstmal hier Rechtsklick machen und Seidenfilamente extrahieren. Und ihr seht, eins braucht ihr für ein Seidenfilament. Ich weiß nicht, was sich da die Entwickler gedacht haben, denn es ist wirklich so, ich darf jetzt hier 24 Mal draufklicken. Und das war jetzt nur ein Baum. Wir haben da ungefähr, wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 9 Bäume. Wir runden das jetzt einfach rechnungstechnisch auf 10 auf. Dann sind es ungefähr, ich sage einfach mal 200. Dann dürft ihr hier 200 Mal auf Herstellen klicken. Ich verstehe es nicht, warum hier keine Automatik ist. Es, beim Schmieden, wenn ihr Barren aus der Schmelze rausholt, da ist Automatik drin. Wenn ihr siegt, ist Automatik drin, bis halt eure Ausdauer runter ist. Wenn ihr... Nee, beim Kochen ist auch keine drin. Bei der Kohleherstellung auch nicht. Also es gibt Sachen, da hätte ich gesagt, Leute, bitte Automatik. Warum auch nicht? Es macht doch Sinn. Aber ich könnte jetzt hier gemütlich einmal auf Herstellen klicken und dann noch andere Sachen nebenher machen. Ich könnte was trinken zum Beispiel. Aber nein, man muss ja hier immer einmal klicken, um eins herzustellen. Man könnte es auch ganz weglassen, theoretisch. Oder sich eine... Ja, keine Ahnung. Man könnte ja auch sagen, 10 gleich 10 und nicht 1 gleich 1. Da würde das auch ein bisschen schneller gehen. So, jetzt haben wir hier 24 Stück. Mehr mache ich jetzt nicht. Ich weiß, bleibt was übrig, weil hier sind natürlich auch wieder 5er Schritte. Soweit ich das weiß. So, und dann geht man hier einfach hin. Wie gewohnt, klickt dann dafür aber die Seitenstrange, Strangseide an. Und ihr seht, auch hier wieder 5 Stück. Zack, ich stelle mal eben ein paar her und pack den Rest dann einfach alles in die Kiste rein. So, dass ihr dann einfach mal ein bisschen was von dieser Seite gesehen habt. Da habe ich euch ja noch gar nichts gezeigt. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. So. Das packen wir hier drauf und das kommt einfach hier mit rein. Ich könnte euch theoretisch... Ja, doch, komm, das kann ich euch auch noch zeigen. Ich nehme mal das hier mit. Die Schaufel habe ich ja schon am Mann. So, dann gehen wir jetzt nochmal... Ah, warte mal, wir brauchen noch was anderes. Um die Erträge ein bisschen zu steigern. Nehmen wir hier auch mal ein bisschen, auf gut Deutsch, Scheiße mit. Nehmen wir 7 mit, dann sind es 7 Felder, ja... Ich will euch damit jetzt nicht zu lange aufhalten. Aber, also, man kann es so sagen, dieses Spiel alleine zu spielen ist, ich möchte nicht sagen unmöglich, aber es ist sehr, sehr langwierig, sehr, sehr anstrengend, weil ihr gewisse Aufträge habt, die müsst ihr immer machen. Und wenn ihr das vernachlässigt, dann ist es scheiße. Sei es jetzt die Mine immer wieder aufpassen, dass sie verstärkt ist, oder sei es die Tiere ausmisten und füttern. Wenn ihr das nicht macht, passiert das, was bei uns passiert ist, und sind die Minen eingestürzt. Und wir haben keine Hasen mehr, keinen Bullen mehr, alle sind traurigerweise gestorben. So, um ein Feld zu bestellen, müsst ihr natürlich erst einmal das Ganze umgraben. Ich muss erstmal kurz buchen. Landwirtschaft, genau. Da müsst ihr hier erstmal auf Pflügen umstellen. Dann schaufelt der gute Mann hier. Es gibt auch ein Gerät, das das Ganze selber macht. Das haben wir jetzt aber noch nicht gebaut, weil es bei dem Feld... Zumindest meinen sie schnappst das, dass ich das nicht lohnen würde. Ich kann ja mal gucken. Was kostet denn das Ding? Setzen wir mal hier hin. Das war, glaube ich, unter Zimmern, wenn ich mich nicht irre. Das sollten sie nach wie vor auch mal ändern. Ja, der Pflug. Schauen wir mal eben. Ich weiß es selber nicht. Es ist schon ewig her, dass ich das Ding gebaut habe. Ich kann mir vorstellen, man braucht auf jeden Fall Räder. So, können wir es uns vielleicht bauen?
Wir haben keine Barren, das Problem. Oder haben wir Barren? Ich glaube, die letzten Barren. Seil. Ah, ich schau mal eben nach, ob wir das haben, weil dann können wir es bauen. Aber ich glaube, es mangelt uns an Barren. Und an Eisen sowieso dann auch. Schauen wir mal eben. Was haben wir denn in der Kiste? Eher mehr Müll, sag ich mal. Okay. Ja, wir haben nur Platten, genau. Aber keine Barren. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt. Mal Hartholz haben wir eh gebraucht, ne? Dann nehmen wir das gleich mal mit. Oh, die kann ich. Die Reifen kann ich auch. Die Räder meine ich, nicht die Reifen. Die Räder kann ich auch machen. Nur an Barren hat es ein bisschen ein Problem. Ich brauche, glaube ich, noch Nägel für die Räder. Und natürlich Bretter. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, welche Bretter. War das hier? Ja. Hartholzbretter. Oh, Hartholz, war klar. Natürlich die Bretter, die wir nicht hier haben. Wir haben hier alles voll mit Weichholz. Das sind, glaube ich, auch Weichholzdinger. Gut, dann gehen wir eben raus. Ich glaube nämlich das. Oder? Ja, Hartholz. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier eben mal ein paar Bretter raus. Zwei Räder waren es, glaube ich. Also vier Bretter. Gar kein Problem. Außer, dass wir vielleicht die Kapazität nicht haben, sie zu tragen. Ich hoffe nicht. Wobei doch, das passt. Wir können so gesehen 416 tragen, also von dem her. Ist das absolut gar kein Problem. So. Dann schauen wir mal eben. Ja, gut, das mit dem Barren ist halt ein bisschen. Ach, hier lag auch noch einer, oder? Ja, gut, da lag jetzt einer, habe ich jetzt nicht gesehen. So, machen wir eben schon mal die zwei. Dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen mehr an Gewicht frei. So. Okay. Um Platten zu kriegen, wir können umschmieden. Wir brauchen, glaube ich, vier Barren. 13 Platten haben wir. Das reicht nicht, glaube ich, aus. Wenn wir aber Glück haben, ist in dem Karren hier noch Eisen. Dann könnten wir es einschmelzen. Oh, yes. Nice. Sehr nice. Okay, dann passt mal auf. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen mein Inventar leeren, dass wir hier mehr tragen können. Ich packe das da hinten mal rein. Die Nägel packe ich weg. Die Gülle hauen wir auch mal wieder in die Kiste rein. Eben. So, zack. Ja, das ist gut. Dann kann ich euch das nämlich einfach schön am Stück alles zeigen. Das passt so. Das ist gut, wie wir es machen. Oh, das Seil. Ah, doch, das Seil könnten wir theoretisch. Ah, vielleicht hakert es am Seil. Drei Seile. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, was wir haben. So, das rein, das rein. Haben wir. Vielleicht haben wir auch Seil irgendwo übrig. Das Problem ist, ich brauche so ein Nähkästchen. Ist hier ein Nähkästchen? Ein Glasbläserkästchen. Unser Schneider ist nicht da. Das ist das Problem. Ich könnte es eventuell, oder? Ah, ich bin auf Null. Du kannst einfache Stoffe und Ledergegenstände herstellen. Stiefel, Helm, Handschuhe. Wenn man Glück hat, ist da natürlich auch das Seil dabei. Aber ich brauche so ein Kästchen. Das Kästchen müsste ich mir auch schmieden. Vielleicht habe ich es auch irgendwo in der Kiste übersehen. Ich hätte schwören können, wir hatten Seil übrig. Hier ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Da hinten, da war auch nichts drin, ne? Ach, dann können wir es doch nicht herstellen. So eine Scheiße. Ne. Hier ist auch kein. Gut, dann gucken wir mal, was das Kästchen braucht. Wenn ich das Kästchen überhaupt herstellen kann, das ist die andere Sache. So, und dazu müsst ihr erstmal, ne, nicht den Blasebalg verwenden, sondern ihr müsst die Schmelze verwalten. Ach, hier hat sogar auch noch Barren drin und alles. So, ihr zündet das Ganze an. Das ist ganz relativ simpel. Dann habt ihr hier Rüstungsschmied. Das brauchen wir nicht. Waffen auch nicht. Wir brauchen Metallwerkzeug. Jetzt schauen wir mal eben. Schreiner, Schneiderkästchen. Da ist das Schneiderkästchen. Braucht zwei gewöhnliche Platten. Und zwei Stiele. Wunderbar. Stiele haben wir auch.
Das war, glaube ich, alles hier drin. So, zwei Stück. Ich nehme das jetzt hier. Und zwei davon. Dann seht ihr auch mal, wie man schmiedet. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich euch alles nach und nach zeigen. Ihr braucht natürlich hier diesen Hammer. Mit dem Hammer geht, glaube ich, nicht alles. Bin da jetzt gerade nicht ganz so sicher. So. Und damit es auch gut aussieht, stellt euch hier einen Amboss. Ihr müsst das nicht tun, aber es sieht dann trotzdem behämmert aus, wenn er in der Luft hämmert. So, wo haben wir es? Schreinerei. Schneiderkästchen. Jawohl. So. Oh, hoppla. Okay. Ich hoffe, er hat jetzt das Material nicht verhauen. Das wäre nämlich jetzt blöd. Ich wollte es euch zeigen, aber gut, wenn ich das Fenster schließe, dann brecht er die Produktion ab. Dann halt nicht. So, ein Schneiderkästchen. Seil drehen. Sieh an, sieh an. Was? Ich brauche gewöhnliche Platten für Seile. Okay. Warum auch immer. Ist aber kein Problem. Haben wir. Nicht schmelzen, sondern Schmelze verwalten. Alles nach und nach. Wir machen jetzt hier erstmal Platz frei. So. Dann holen wir Eisen. Haben wir, wie viel Platz haben wir im Inventar? Genug. Okay. Wir brauchen ja ein paar Barren. Und die machen wir uns einfach. Das ist kein Problem. Sind die Leute nicht da, macht man halt alles selber. Das ist Pillepalle. Es braucht halt alles nur ein bisschen Zeit. Nee, ich will jetzt genau 200... Ah, wie viel Eisen braucht man nochmal pro Barren? Ich glaube, waren das 8? Wie viele Barren brauchen wir denn? 4, ne? Waren das 8? Machen wir mal 120. Ich habe irgendwie eine 120er Zahl im Kopf. Ich weiß nicht warum, aber wir probieren das einfach. So, Kohle ist da eh genug drin. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob überhaupt das ganze Eisen hier reinpasst. Kapazität 100. Oh. Nur 100, das ist ja lächerlich. Das ist schon 120. Neue Kohle schon 100. Ja gut, dann machen wir halt 90. Nee, das reicht ja gar nicht. Dann machen wir 60. Ich gehe in 30er Schritten. Machen wir halt die Hälfte hier mal rein. Wir hätten noch Platz, aber... So. Das Ganze müssen wir natürlich erhitzen auf diese 1500 Grad. Ich weiß nicht, warum alles bis 2000 geht. Du kannst nichts auf 2000 hochschießen. Das geht nicht. So, das braucht eine Weile. Gehen wir einfach so lang rüber und holen uns die Leinenfäden. Die haben wir ja hier reingepackt. 28 Stück, das ist ein bisschen übertrieben. Platten haben wir? Haben wir die Platten? Ja, die Platten haben wir auch. Sehr schön. Gesundheit an meine Nebensitzerin. So, Zimmern, 3 Leinenseile, alles klar. Das passt. Schneidern könnt ihr auch, können wir eigentlich auch mal reingucken. Da braucht jetzt die Leinenstoffe genau für diese ganzen gepolsterten Rüstungen. Oder auch ein Beutel. Ein Beutel könnt ihr auch machen aus dem Leder. Was der Beutel bringt, das kann ich euch nachher zeigen. Machen wir jetzt erst einmal Seile drehen. So, mal gucken, ob hier eine Automatik drin ist. Ich bin gespannt, habe noch nie ein Seil gemacht. Ach, jetzt brauchen wir keine mehr. Hä? Das ist sehr verwirrend. Hier war vorher noch Barren dran. Okay. Platten dran. Gut. Brauchen wir doch keine Platten. Ich habe mich schon gewundert. Wunderbar. Dann war das vielleicht eine Überdeckung vorhin. Also ein kleiner Anzeigebug, sag ich. Mal. So, auch hier keine Automatik drin, aber gut. Was soll's. Einmal zimmern. So, es fehlen nur noch 3 gewöhnliche Barren. Dann haben wir den Flug. Sehr cool. Das passt auf jeden Fall. Was brauchen wir nicht mehr? Die Leinen. Da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr davon. Das heißt, ich pack mal das Kästchen hier rein. Das ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Die hier brauchen wir auch nicht mehr. Der Rest kommt wo an? Ja, die wiegen eh nicht viel. Die können wir da drin lassen. Und fürs Eisenschmelzen brauchen wir den hier. Den sogenannten, wie nennt man das? Schmelztiegel und Zange. Da können wir eigentlich, ja, die Axt können wir setzen, die wir brauchen jetzt. Beim Schmieden brauchen wir keine Axt. So. Okay, das Feuerchen brutzelt. Das wird wahrscheinlich noch nicht fertig sein.
Derweil kann ich ja schon mal ein bisschen hier aufräumen. So, die Nägel packen wir wieder hier rein. Diese Klumpen können wir hier reinpacken. Die können wir hier drauf stapeln. Das Eisen, passt das hier auch rein? Weil das Neugier? Oh, das würde hier auch reinpassen. Oh, nice. Sehr, sehr nice. Okay. Gut zu wissen. Klappt nämlich nicht überall. So. Passt das? Ja, das passt erstmal. Ich habe einen Haufen Müll dabei, ich weiß. So, schauen wir mal rein. Was macht das gute Eisen? Ah. Das dauert noch ein Weilchen. Okay. Da wir jetzt momentan... ich möchte jetzt nichts anderes tun. Nachher verprassel ich die Kohle. Das wäre blöd. Deswegen, wir sehen uns dann gleich wieder, sobald das hier fertig ist.